Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Tatsächlich, ein zweites. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt passiert? Mache ich jetzt noch ein Video und schlage mir die Zeit tot. Mal gucken, ob ich es beenden kann. Es könnte nämlich sein, dass ich es nicht kann. Ich habe in letzter Zeit so ein paar Livestreams beigewohnt, wo über Japan geredet wurde und wo auch so ein bisschen darüber geredet wurde, was die Leute so denken über Japan und was für ich will nicht sagen Vorteile, Denkensweisen sie haben. Und ich dachte, ich rede mal so ein bisschen über Klischees oder auch Meinungen und sagt dann, wie meine Sicht darauf ist, weil ich bin natürlich keine Statistik. Ich kann das immer nur so urteilen, wie ich das empfunden habe oder wie mir das kommuniziert wurde. Allererste, was ich interessant fand, war, eine Person hatte gefragt, ob Tattoos in Japan halt irgendwie so Yakuza-mäßig gelten und wenn man als Ausländer halt großflächige, sehr offensichtliche Tattoos hat, zum Beispiel im Sommer, ob die, weiß ich nicht, einen damit Stein beschmeißen. Die Antwort ist recht einfach, nö. Natürlich gibt es Leute, die das damit in Verbindung bringen, weil es ja auch mal irgendwie so das Markenzeichen von denen war. Aber die Japaner sind sich eigentlich größtenteils bewusst, dass das eine Modesache ist. Und dass vor allem Ausländer, die das ja nun mal auch so zelebrieren, nicht alle bei der Mafia sind. Also nein, man wird nicht mit den Yakuza assoziiert. Und man wird auch nicht irgendwie als Krimineller eingestellt oder ja. Es gibt natürlich Leute, die das nicht sehr ästhetisch finden, dadurch, dass es halt nicht so verbreitet ist. Aber es gibt ja auch ganz viele Modetrends, die jetzt in Deutschland auch nicht als schön gelten. Also ja, man mag das oder man mag das nicht. Es gibt aber auch viele Japaner, die das super cool finden, die es sehr gerne selber machen wollen oder auch gemacht haben. Die Leute, die ich jetzt so kenne, haben es jetzt nicht gemacht, obwohl sie es cool finden. Einfach auch, weil es nicht so akzeptiert ist. Also klar, es gibt eine Distanz in Japan zu Tattoos, aber es ist jetzt nicht so, als ob du als Ausländer irgendwie so voll gehatet wirst. Die einzige Sache, die halt manchmal vorkommt, ist, dass du nicht in ein Onsen kannst oder in ein Sento, also in diese öffentlichen Bäder, weil halt manche dann so denken, okay, warum hat diesen Person ein Tattoo? Das ist aber auch eine sehr, sehr alte Denkensweise. Also es ist jetzt nicht so, als ob die ganzen jungen Leute auch noch der Meinung sind, aber in Japan sind viele alte Leute, die sehr das Gesellschaftsbild prägen und dementsprechend, es gibt auch genug Bäder, wo man rein darf, auch mit Tattoos. Also ja, das kommt dann glaube ich so ein bisschen auf den Besitzer an, wenn die vor 1940 geboren sind. Darf man wahrscheinlich nicht rein. Alle anderen sind voll okay damit. Dann gibt es noch so eine Sache, die ich vor allem ganz, ganz oft in Anime-Gruppen gelesen habe. Und ich will jetzt hier auch keinen kritisieren, falls es irgendwie voll unsympathisch rüberkommt. Aber ganz, ganz viele denken, vor allem wenn sie auch noch nicht da waren in Japan, dass Japan so das Land der Träume ist. Also da fließt Honig den Bach entlang und wenn man ein Cosplay trägt, wird man mit Rosen beworfen. Das ist nicht so. Ich persönlich habe einmal in Japan gecosplayt und das hat mir auch gereicht. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, was man wo macht. Aber viele in so Anime-Gruppen bezeichnen sich ja auch als Otaku. Das ist nicht gerade ein Kompliment in Japan. So, die Leute bezeichnen sich nicht selbst als Otaku, außer sie sind verrückt. Sondern es ist eher so eine, ich will nicht sagen Beleidigung, es ist eine negative Betitelung für Leute, die etwas viel in dieser Online-Welt sind. Was Japaner machen, sie verkleiden sich zu Halloween, auch nicht alle, aber manche, und gehen dann auf die Shibuya Cross und dann, hey Party. So richtiges Cosplay wird in Japan halt meistens einfach ignoriert. Also Japaner sind eh so, du kannst machen, was du willst eigentlich, die gucken dich nicht an, weil jeder meintet so sein eigenes Business und nimmt halt auf die anderen Rücksicht. Und auf die anderen Rücksicht nehmen heißt, sie nicht tot zu starren oder sie zu belästigen oder sie anzuquatschen, so, na, haben wir wieder Karneval? Gibt's in Japan einfach nicht, das machen die nicht, die interessiert das nicht. Aber das heißt nicht, dass sie das geil finden. Also das kommt ganz oft irgendwie in so Anime-Gruppen so rüber, als ob die denken, Cosplay ist hier so total, hier sage ich schon, da, so total vertreten und auch voll akzeptiert, in einem ähnlichen Maß vertreten wie hier. Klar kann man jetzt sagen, was, aber die haben Akihabara, ganzen Distrikt für Anime-Scheiß. Ja, und da gehen auch genau diese Leute hin, die von der Gesellschaft als Otaku bezeichnet werden. Der Distrikt ist für Elektronik, wenn man also echt irgendwie was für seinen PC braucht. Und für Leute, die von der Gesellschaft eher nicht so gefeiert werden. Man kann das natürlich machen und ich denke, es ist auch einfacher und angenehmer in Japan zu cosplayen, weil die Leute einen nicht totstarren, außer man trägt eine japanische Schuluniform. Aber ich denke nicht, dass die Leute das besser finden. Das sind Distrikte, die sind dafür bekannt, dass die solche Leute anziehen. Und wenn dann da einer herläuft,
dann interessiert das keinen, weil die Leute wissen ja, wenn sie jetzt da shoppen gehen, bei Lush oder was weiß ich, dass da so jemand herkommen könnte. Das heißt aber nicht, wenn da so einer herläuft und die Leute schmeißen nicht mit Steinen, dass die sich denken, oh mein Gott, best. Auch wenn ich das vielleicht selber auch gut finden würde, weil ich ja auch cosplaye, aber das ist nicht der Fall. Also Japaner finden es nicht gut, wenn jemand cosplayt oder viel Animes guckt oder so. Es gibt viele, die gucken es, aber auch mehr dann so mal. Boah, ich habe ganz viele, weiß ich nicht, so ein Bubi-Mauspad und sowas. Also nee, das nicht. Ich glaube, was auch ein großes Problem ist, dass das halt auf Instagram oder Social Media manchmal ganz, ganz anders rüberkommt, weil natürlich solche Anime-Seiten halt publizieren so, wow, schaut mal ein Anime-Auto, wow, schaut mal ein Verrückter, der mit seinem Kissen essen geht. Das ist aber nicht Standard. Also das ist, so sieht Japan nicht aus. Und die haben auch nicht so krass ausgefallene Outfits. Ja, es gibt Leute, die haben das. Und ja, es gibt Leute, die sind sehr viel ausgefallener, als die Leute sich das hier in Deutschland trauen. Trauen vor allem ist ja die Sache. Aber die meisten Leute, die man draußen sieht, sind entweder in Business-Klamotten oder in so 0815 Standard-Oma-Klamotten unterwegs. Da ist nicht irgendwie was mit, boah, alle mit pinken Haaren oder so. Allein arbeitstechnisch geht das schon gar nicht. Ist ja total verpönt, in Japan anders zu sein und irgendwie, weiß ich nicht, gefärbte Haare so rasch genau auf euer Haupt. Also das ist, es ist einfach nicht so das Land, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie es in Animes rüberkommt. Ah doch, ich habe vielleicht noch eine gute Sache. Und zwar gab es jemanden, der gesagt hat, hey, wie kann ich denn Leute in Japan kennenlernen? Das ist auch so eine Sache, die auf der einen Seite einfach ist, auf der anderen Seite recht schwierig. Es gibt solche English-Partys, wo man dann halt hingehen kann und die Leute wollen gern Englisch lernen. So vorwiegend Englisch. Vermute, die meisten Leute sind dessen mächtig und könnten theoretisch dann da hingehen. Ja, die Japaner hingegen reden jetzt nicht so toll Englisch. Ich war einmal aus Versehen auf so einer Party. Ich habe das nicht gewusst. Es war so ein Pub und meine Schwester und ich wollten da einfach einen Cocktail trinken und dann nach Hause fahren. Und es war so eine Englisch-Party. Und dann natürlich haben uns ganz, ganz viele Ausländer so approached, so wie so. Das ist, weil ich auf der Arbeit den ganzen Tag Englisch rede. Egal, sie haben uns halt approached. Und dann haben die halt versucht, Englisch zu reden und haben gar nichts verstanden, was die auch gemerkt haben. Und es wurde richtig cringe. Und im Endeffekt wollten sie einfach nur unsere Nummern haben und es war super unangenehm. Und dann gab es halt auch welche, die so irgendwie voll auf Best Friends gemacht haben den Abend. Also dann so rumgewitzelt, so weit man halt unter sich unterhalten konnte. Und dann dachte man so, ah, okay, wir sind ja länger im Urlaub, vielleicht können wir uns mal ein bisschen Tokio zeigen oder so. Halt mal ein paar andere Ecken als die Standardsachen. Und man hat dann Line ausgetauscht und im Endeffekt melden sie sich halt auch nie wieder. Und man denkt sich dann so, war das halt, also war dieses Gespräch dazu gedacht, Freunde zu finden oder heute Nacht nicht alleine zu sein? Also generell, japanische Freunde zu finden ist einfach. Sie zu halten ist immer das Schwierige, weil ihr guckt den Leuten vom Kopf, die sind nicht so ehrlich und sagen auch nicht so richtig, wenn sie irgendwas nicht wollen, wenn sie euch scheiße finden. Ja, das ist so eine Sache, die ist in Deutschland ja ganz anders. Wenn euch einer nicht mag, dann ist er so 5 Minuten scheiße zu euch. Dann ist das eigentlich auch geklärt. Das hat man in Japan nicht. Die sind natürlich also super freundlich und dadurch entstehen sehr oft falsche Eindrücke. Und gerade wenn man als Person aus Deutschland das gar nicht gewöhnt ist, dass man so einen vorgeheuchelt bekommt, dann ist man manchmal schon etwas enttäuscht, will ich sagen. Und ich habe jetzt seit 2017 Kontakt zu japanischen Personen und von den ganzen Leuten habe ich 2 Freunde in der ganzen Zeit gefunden. Und das sind halt auch wirklich Freunde. Ich habe so das Gefühl, wenn die Japaner so diesen Schritt machen, dass sie jetzt eure Freunde sind, dann ist das so wie so ein Schloss, was so zuklackt. Dann gehen die mit euch in den Tod. Ja, ich muss sagen, das ist dann sehr, sehr schön, wenn man denn dann geschafft hat, sie zu halten. Aber bis man da ist, ist es ein weiter Weg. Also. Und die haben halt wirklich gar keine Hemmung, einen aus dem Leben zu streichen. Die sind einfach nur so, nö, kein Bock jetzt. Und dann weg, weg, einfach weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Auf jeden Fall, das sind jetzt so 3 Themen, wo ich dachte, die sind vielleicht ganz interessant. Ich habe nämlich gerade eine Nachricht bekommen, dass es jetzt losgeht. Das heißt, ich gehe jetzt von diesem Interview ins nächste. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist nicht zu sehr kritisch, hoffe ich. Und ja, lasst mir doch gerne Fragen da, die ich dann vielleicht im nächsten Video, wenn ich mich irgendwann in diesem Leben nochmal schminke, beantworten kann. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.